Hallo, Flavio Simonetti hier. Wie du vielleicht weißt, interessiere ich mich für Natural Bodybuilding, aber auch für andere Natural Bodybuilder. Und so bin ich in letzter Zeit über einen Athleten gestolpert. Sein Name ist Craig Rando, also ein Amerikaner. Und ich schaue mir so seine Bilder an und denke mir, wow, beeindruckende Figur, wirklich ein echtes Vorbild. Und habe mich die ganze Zeit gewundert, warum schaut er so komisch? Warum schaut er nicht in die Kamera rein? Warum schaut er an der Kamera vorbei? Warum sind seine Augen so? Und irgendwann habe ich einen Bericht zu ihm gelesen und festgestellt, dass Craig Rando blind ist. Er hat ja in seinen jungen Jahren mit, keine Ahnung, 20 bis 25, hat er sein Augenlicht verloren. Siehst hier ein Bild nebendran und trotzdem hat er so einen beeindruckenden Körper aufgebaut. Und ich habe mir gedacht, also wenn ein Blinder so einen beeindruckenden Körper aufbauen kann, dann ist es wirklich beeindruckend. Und ich habe mir ja einige Zeit Gedanken über diesen Bodybuilder gemacht und habe mir gedacht, okay, wie schaut es eigentlich aus? Wie trainiert er? Wie stellt er sich dar? Wie macht er verschiedene Sachen? Also es war wirklich interessant, diesen Bericht zu lesen. Er ist auch unter anderem Personal Trainer. Ich weiß auch nicht, wie das als blinde Person funktionieren kann. Aber auf jeden Fall eine sehr vorbildliche Figur, die er dort aufgebaut hat. Und ich habe mir gedacht, wie kann ein Blinder trainieren, um wirklich effektiv Muskel aufzubauen? Oder welchen Vorteil kann ein Blinder im Gegensatz zu einem normalen Bodybuilder haben? Und mir ist aufgefallen, ein Blinder muss sich überhaupt nicht auf das Umfeld konzentrieren, sondern kann sich fokussiert auf sein Training und auf seine Wiederholungen, auf seinen Muskel konzentrieren. Also er muss nicht schauen, okay, was sagt der da drüben? Schaut der mich gerade an? Muss ich jetzt mehr Gewichte nehmen? Und auch andere Dinge. Also er kann sich sehr viel mehr auf sich und seinen Körper konzentrieren. Er kann sich auf den Muskel konzentrieren, wie er reagiert. Und das Ganze fand ich sehr interessant. Und da habe ich auch einiges für mein Training mitgenommen. Und zwar habe ich wieder mal verstanden, dass es sehr wichtig ist, sich auf den Muskel und nicht auf den Wiederholungsbereich zu konzentrieren. Das bedeutet, du schaust genau oder versuchst zu spüren, wann ist der Muskel wirklich, ja, wann spürt man den Muskel wirklich. Wie reagiert der Muskel bei verschiedenen Belastungen und so weiter. Das heißt, du konzentrierst dich nicht mehr auf die Wiederholungen, auf die Gewichte und so weiter. Die sollten natürlich auch im Hinterkopf behalten werden. Aber je mehr du dich auf die Übung, auf deine Muskeln konzentrierst, wie die Muskeln bei der Übung reagieren und du wirklich auf diese Muskelpartien achtest, zum Beispiel beim Bizeps-Training der Bizeps, dass du wirklich darauf achtest, wird der Bizeps richtig beansprucht bei dieser Übung, die ich gerade mache oder nicht. Denn wenn man eine Übung falsch ausführt, dann kann es sein, dass es in die Schultern geht oder mit unter anderem auch in den Rückenbereich. Aber wenn du dich fokussierst, wenn du wirklich versuchst, dich auf diesen Muskel zu konzentrieren und nur diesen Muskel gerade, ja, auf diesen Muskel achtest, dann wirst du merken, dass dein Training auch sehr viel effektiver wird. Und das konnte ich von ihm lernen. Und ich will dir mal so einen kleinen Satz zeigen, wie man sich auf das Ganze konzentrieren kann, ist natürlich etwas schwierig, weil du das Ganze nicht 100% nachvollziehen kannst. Aber für dein Training kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du versuchst, dich auf die Muskeln zu konzentrieren, die du trainierst. Das machen die allerwenigsten, aber es ist wirklich wirkungsvoll, wenn du mal so einen Satz absolvierst, auch bei der Beinpresse, bei den Kniebeugen, beim Bankdrücken, dass du wirklich die Muskelpartien, die du trainierst, auch wirklich dich auf die fokussierst. Und es kann durchaus sein, dass du dadurch viel weniger Gewicht schaffst, aber die Muskeltraktion und die Beanspruchung der Muskeln ist dadurch auch viel besser. Ich zeige dir jetzt mal eine kleine Übung. Also die meisten Leute, die wollen ja jedes Mal neue Informationen. Was gibt es Neues im Bereich Muskelaufbau, Bodybuilding, Kraft und so weiter? Aber wichtig ist eigentlich, dass man die Basics beherrscht, dass man weiß, was sind die Grundlagen, dass man sich an die Grundlagen hält und so weiter. Also es ist nicht immer wichtig, das Neueste und das Beste zu wissen. Es reicht oft, dass man weiß, was sind diese drei Grundlagen und wende ich sie wirklich an. Das sind wichtige Fragen und darunter gehört auch, spüre ich den Muskel richtig? Und wenn du dich darauf konzentrierst, dann wirst du auch falsche Bewegungsarten oder schwunghaftes Training vermeiden, wenn du dich darauf konzentrierst, ob der Muskel, den du in der Übung beanspruchen willst, auch wirklich trainiert wird. Beim Bizeps ist es zum Beispiel so, man kann den kurz oben noch halten, dass man wirklich spürt, hier wird der Bizeps beansprucht. Und schön langsam runter. Wichtig,
Jeder hat so seine Bewegung, wo er merkt, wie gut der Bizeps beansprucht wird. Und wenn man oben kurz hält, dann merkt man wirklich, dass es in den Bizeps reingeht. Ich kann es mal von der Seite zeigen. Kurz oben halten, dann spürt man wirklich, wie der Bizeps beansprucht wird und die Seite wechseln. Das ist jetzt natürlich nur eine Beispielübung. Das kann man auch bei anderen Übungen machen. Aber das Wichtigste ist einfach, was ich in diesem Video dir sagen will, dass du den Muskel, den du trainieren willst, auch wirklich fokussierst und ansprichst und nicht einfach nur trainierst, deine 15, 10 oder 8 Wiederholungen absolvierst und es war's, sondern du konzentrierst dich auf diesen Muskel und du wirst merken, das Training wird viel effektiver und intensiver. Ich hoffe dir wirklich etwas weitergeholfen zu haben in deinem Training und ja, wenn du noch mehr Tipps hast, kannst du die gerne hier runterschreiben. Die anderen Leute würden sich freuen. Oder wenn du Fragen zu dieser Methode hast, die ich da genannt habe, kannst du mir gerne eine Frage unterhalb des Videos stellen. Wenn du noch mehr Tipps haben willst, dann kannst du auf natural-bodybuilder.de gehen. Dort findest du noch mehr Tipps von mir im Bereich Muskelaufbau, Ernährung und so weiter. Alles, was du wissen musst, um Muskeln aufzubauen. Und du kannst auch auf Facebook gehen. Und zwar findest du mich dort unter facebook.com/Flavioni und kannst dort Fragen stellen. Es ist eine coole Community da, mittlerweile fast 7000 Leute. Und du kannst dort ja die Fragen zu deinem Thema stellen und du bekommst immer wieder neues Feedback, neue Antworten und so weiter. Ja, ich wünsche dir jetzt viel Erfolg und wir sehen uns nächste Woche. Mach's gut, dein Flavio Simonetti.